Die Proben starten heute mit der dritten Szene des Stückes Unter Geiern, der Sohn des Bärenjägers. Es ist der erste Auftritt für Larissa Marold am Kalkberg oder laut Drehbuch den Rocky Mountains. Sie spielt Tiffany O'Toole. Die junge Schauspielerin ist mit der Kutsche auf dem Weg nach Washington, als sie plötzlich von Indianern überfallen wird. Wie redet ihr mit mir? Ich lasse mich doch nicht mal so ein... Halt den Mund! Oder soll ich dir die Zunge aus dem Hals schneiden, damit du es kapierst? Helfen will ihr der Sohn des Bärenjägers, gespielt von Raul Richter. Aber mit der Kampfrolle klappt es in dieser Probe noch nicht ganz so gut. Eigentlich sei er ja ein sportlicher Typ, sagt er selbst. Aber gleichzeitig kämpfen, Schauspielern und den Text behalten, sei schon eine große Herausforderung. Wir haben halt ganz schön harte Probenzeiten. Ne? Wir sind hier bis zu 12, 13 Stunden tatsächlich am Set. Kleinere Pausen natürlich mal zwischendurch. Aber man ist dann auch mal froh, wieder im heimischen Wohnzimmer zu sein. Also dementsprechend, das ist halt hier Show, das gehört dazu. Es macht auch riesig Spaß. Aber wenn man zu Hause in die Zivilisation zurückgeht, dann ist es schon schön. Seit 3 Wochen proben die Hauptdarsteller schon und bis zur Premiere bleiben nur noch 12 Tage. Zeit, die die Schauspieler nutzen, um sich perfekt in ihre Rolle einzufühlen. Wenn der Stichwort nicht kommt, kommt keine Musik. Oh, Bauernhof, ich glaube, ich spinne. Man darf halt auch Fehler machen, man darf sich auch total blamieren. Was heißt blamieren? Als Schauspieler sollte man sowieso mutig sein und keine Angst haben, sich zu blamieren. Aber die Bühne hier ist tatsächlich in der Probezeit da, um sich auszuprobieren. Und ich habe schon so viele Sachen ausprobiert, wo ich mir dann selbst dachte, oh mein Gott, also das kann ich nicht machen, das funktioniert nicht. Und es ist tatsächlich so ein Experimentieren und Ausprobieren. Zum ersten Mal spielt Alexander Klavs dieses Jahr den Apachenhäuptling Winnetou, seine Traumrolle, sagt er. Auf dem Pferd saß der Wahlhamburger schon vor 2 Jahren als Old Surehand. Ich glaube, dass es schon mal mir zugute kommt, dass ich bei strömenden Regen schon mal in der Arena stand mit, und dann auch zu wissen, dass das Publikum trotzdem weiter zuhört und nicht völlig abgelenkt ist. Und generell hier schon mal 72 Shows geritten, gespielt zu haben, das ist, glaube ich, schon eine Erfahrung, die viel wert ist generell. Und jetzt ist es aber auch eine spannende Erfahrung für mich, als Winnetou zurückzukommen. Ja? Also erstmal den Westmann Old Surehand gespielt zu haben, ja, der eine ganz andere Körperlichkeit hat, eine ganz andere Art und Weise zu sprechen hat, der ein bisschen unruhiger ist. Winnetou ist ja die Ruhe selbst. Und von der Haltung her, von der Körperlichkeit, ist es auch nochmal was anderes. Von daher heißt es, löschen das, was gewesen ist, das, was jetzt auf mich zukommt, abspeichern, in den Körper kriegen und neu erfinden. Eigentlich können die 3 Schauspieler mit Nervosität gut umgehen, sagen sie. Aber am Kalkberg sei das Gefühl vor der Premiere anders. Ich habe schon jetzt so ein bisschen die Situation, manchmal, wenn wir so auf Anfang in der Hinterbühne gehen mit den Pferden auf Warteposition und ich mir vorstelle, dass das Premiere ist und hier draußen sind 7500 Zuschauer, da pocht mir schon jetzt das Herz. Man spürt ja jetzt schon eine gewisse Energie, die diese Arena hat. Ich habe schon Lampenfieber. Also es ist einmal in meinem Leben, wo ich sagen muss... Während der Proben ist Lachen noch erlaubt und Fehler dürfen auch passieren. Bis zur Premiere am 29. Juni, dann wird es ernst im wilden Westen Bad Segeberg's.